Alles gut. So gut. Wir gehen heute ein bisschen in die Kapstädter Innenstadt, schauen uns dort den Green Market Square an, die Long Street, die Fußgängerzone und so weiter. Und ja, schaut mal. Wir haben gerade eingepackt, weil wir heute siedeln. Für die letzte Woche wohnen wir ungefähr 10 Minuten weg in einem Beach-Bungalow. Und wir hoffen, dass es so cool, wie es auf den Fotos aussieht. Und ich nehme euch jetzt mal mit. Und wir sind gerade hier bei unserer letzten Unterkunft angekommen für die ganze letzte Woche. Wir sind ein bisschen Risiko eingegangen, weil bei Airbnb hat die Unterkunft noch keine Bewertungen. Aber es hat sich voll ausgezahlt, weil schaut mal, wie diese Unterkunft aussieht. In Bestlage, in der besten Gegend. Oben die Terrasse mit Jacuzzi, Wohnzimmer mit so einem Ausblick. Schaut euch das an. Clifton Third Beach ist das. Mega. Da geht das Wohnzimmer weiter und hier ist Küche Nummer 1. Ich sage Küche Nummer 1, weil da ist noch eine zweite. Haben wir uns auch gerade gewundert. Hier ist noch so ein Kinderschlafzimmer mit WC und Bad und Dusche. Das ist das Hauptschlafzimmer. Hinten Dusche, Bad und so weiter. Und der Blick aus dem Schlafzimmer ist auch atemberaubend. Wow, man hört, ich bin richtig geflasht. Jetzt muss ich erstmal den Weg runter finden. Hier ist noch ein WC, wenn man von der Terrasse schnell muss. Wäscheraum, noch ein riesen Kühlschrank. Und hier geht's runter. Küche Nummer 2. Herdplatte und alles dabei. Fetter Fernseher. Ich weiß nicht, wer hier Fernseher schaut. Mit der Aussicht. Und hier geht's raus. Whirlpool. Großer Tisch. Mehrere Liegen. Und schaut euch diese Aussicht an. Wir gehen jetzt um den Lionsee. Eine kurze Wanderung mit schönen Ausblick.
Wir fahren jetzt zum Hautbär Market. Wir treffen meine Schwester dort, werden ein bisschen bummeln und dann Hautbär anschauen. Heute ist leider Tag der Abreise. Wir frühstücken jetzt noch schnell, dann wird gepackt, dann geht's ja noch ab bis in die Stadt und dann zum Flughafen.